Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Force of Nature. Das ist quasi fast wie ein Déjà-vu, dass ich heute schon wieder hier mit dem Wasser anfange. Aber ich wollte noch schnell die Trauben reinschmeißen, bevor wir losziehen. Ich möchte mich jetzt schon mal gleich bedanken für ein Like, für Kommentare. Supportet nämlich meinen Kanal. Also wenn euch das gefällt, die Videos gefallen, die ich so produziere, dann zeigt es mir doch bitte einfach gerne mit einem Like. Das dauert 2-3 Sekunden. Der Part hier geht locker eine halbe Stunde. Würde mich auf jeden Fall freuen und würde mich auch wirklich unterstützen. Weil wenn ich so manchmal sehe, die Zahlen, 100 Views und dann hast du gerade mal 5 Likes, da weiß ich dann immer nicht, woran liegt's? Keine Ahnung. Also wenn es euch gefällt, einfach mal ein Like da lassen. Das würde mir wirklich wahnsinnig gut helfen. So, und jetzt halt auf jeden Fall ziehen wir erstmal los. Zum einen zum Entsafter, dass wir hier noch was reinschmeißen können. Was auch immer das ist. Aber ich würde sagen, die Trauben, die lasse ich jetzt halt durchlaufen. Wir haben genügend Apfelsaft. Da haben wir auf jeden Fall einiges. Und ja, da können wir eigentlich auf jeden Fall losziehen. Weil heute möchte ich auf jeden Fall mit euch mal in die neue Gegend gehen. Dass wir zum einen noch Dings abholen. Und zwar die Kupfersteine, die da noch waren. Und natürlich auch noch einiges holen hier an Kaktuszeugs. Mal schauen, die drei, ne? War das... Machen wir mal die Karte auf. Ich schaue auch, dass ich wirklich möglichst die großen Bäume mir ranschaffe. Oder hier, die Dinger hier. Da müsste man eigentlich jetzt mehr rausbekommen. Immer 5 Stück, wenn wir immer bekommen, dann wäre das natürlich nice, ne? Das wäre wirklich gut. Das wäre wirklich gut. So, warte mal. Dann haue ich mir nämlich gleich mal einen hier rein. Ich kann eigentlich generell mal das Ding offen lassen, weil dann kann ich die nämlich auch so mir mal reinschmeißen. Schade, dass es hier nicht gleich am Anfang wesentlich mehr Kupfer gibt. Die muss ich auf jeden Fall alle mitnehmen. Ich muss alles mitnehmen, was an Kaktusfleisch da ist, dass wir hier mehr Ausdauer noch mit reinbekommen. Leben ist eigentlich weniger das Problem. Aber Kaktus. So, das ist alles. Und wenigstens sind wir jetzt heute mal da. Und es ist Tag. Ich finde es süß, wie diese Echsen hier rumwackeln. So, gleich den nächsten Apfel wieder. Ja, Trauben sind gewachsen, das ist schön. So, jetzt mache ich aber trotzdem mal die Karte wieder zu. Ui. Das sind echt verdammt viele Gegner. So, schauen wir mal. Weil ich schieße jetzt halt auch mit diesen Bolzen. Die Vögel sind ja nice, oder? Das ist aber alles kein Kupfer. Warte mal. Erstmal hier Kartoffel. Mal schauen, dass ich mich immer gleich wieder heile. Dass ich nicht zu tief runterkomme, weil sonst stehe ich ewig. So, die 7 kannst du auch gleich nochmal.
Oh, was ist das für eine? Gleich wieder essen. Na komm, hau zu. Oh, die haben richtig hart Schwerter hier. Kannst du schießen? Ich weiß gar nicht, lädst du die automatisch da oben rein? Das kann schon sein, ne? Lederreste. Aber kein Kupfer. Bleib da. Auf jeden Fall hier Zeug. Ich schau mal, dass ich dem so ein bisschen ausweichen kann. Mist. Ich weiß nicht, ob ich da... Das sammle ich vielleicht lieber mal. Komm, ess. Gesundheit 15. Gesundheit 20. Haben wir mal noch ein Fleisch rein. Also im Grunde mache ich schon einmal nicht schlecht Schaden. Könnte natürlich mehr sein, ganz klar. Es ist blöd, dass ich da nicht auch klicken kann. Kaputtes Schild? Oh. Nice. Das Schild ist Rohstoff, okay. Alles klar. Die kann ich doch eigentlich da unten noch mit drauf stacken. Gesundheit 20, da könnte ich gleich einmal eins essen. Aber hier ist jetzt auch kein Kupfer. Mensch, ich brauche Kupfer. Da ist Kupfer. Das ist Kupfer. Das schaut aber eher aus wie Stein, ne? Ja, das ist eher Stein. Der Vorteil ist ja auf jeden Fall, dass ich
mein Kumpel hier rufen kann, ne? Mal ein Stück zurückgehen. Leder ist ja gerade mal zwei Stück, ne? Kaputtes Schwert ist auch ein Rohstoff. Ich weiß nicht, wie ich die dann verbrauchen soll. Werden wir sehen, ne? Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erst einmal darum, dass wir hier noch ein bisschen das Kaktuszeug holen. Komm, ist. Dass ich jetzt da kein Kupfer habe, ey. Ist doch übel, oder? Jetzt laufe ich in eine Sackgasse. Da könnte Kupfer sein. Ui. Kannst du erstmal einen niedermachen und dann den nächsten? Mich halt richtig runter, ne? Aber hier ist Kupfer. Das Gute ist, dass ich zumindest unterschiedliches Essen gleichzeitig essen kann. Was ja auch schon mal ganz gut ist. Blöden Viecher, ey. Okay, also das müssen wir jetzt auf jeden Fall abbauen. Also man muss sehr viel mit den Schnelltasten machen, weil mit Mausrad ist nicht. Kann ich mal was essen? Nee, hier. Habe ich auf die 9 wahrscheinlich gedrückt. Und da ist irgendwas. Sehe ich gerade so. Bin ich mal gespannt. Ich habe sonst nichts mehr, was mir Ausdauer gibt. Deswegen ist es eben so wichtig, dass wir jetzt ja dann... Ja, oder zumindest halt noch die Traubensäfte. Das wäre ja auch schon mal nicht schlecht, ne? So. Schauen wir mal. Steine auf dem Boden. Okay. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich
verschiedene Gegenstände hier brauche. Das schaut mal aus wie ein Ast. Und das war's dann auch schon. Es kann natürlich sein, dass wir hier auf diesem Gelände unterschiedliche Dinge finden können, die dann hier für diesen Stein gebraucht werden. So, Skills. Ich habe 3 Skillpunkte. Zum einen gebe ich mir nochmal Gesundheit, ganz klar. Zum zweiten wäre der Berserker nochmal ganz gut. 20 Sekunden. Angriffsgist, ja, das wäre auf jeden Fall gut. Das kann ich nicht ausbauen. Was ist damit? Ansturm. Ich finde halt, dass die Tasten sehr weit weg sind. Das ist schon, um jetzt halt die Sachen hier zu nehmen, finde ich das recht weit, ne? Ich würde, wenn dann, die Herstellgeschwindigkeit nochmal erhöhen. So, jetzt haben wir das. Rufen wir mal unseren Geist. Wer bist du? Was ist das hier für ein Ort? Dies ist eine einzigartige Insel, der einst von Anbeginn der Zeit wählten die alten Orden war. Was ist Besonderes daran? Das haben wir schon. Warum ist diese Ordnung verlassen? Boah. Also hier kann ich jetzt eigentlich nichts mehr machen. Im Grunde könnte ich auch nach Hause gehen. Aber ich bin gerade recht fit. Ich würde noch ein bisschen Kaktus hacken. Alles, was wir haben an Kaktus, ist gut, ne? Das ist normaler Stein. Ja, das ist alles normaler Stein. Sorry, dass es jetzt auch wieder so dunkel ist. Das ist phänomenal in dem Spiel. Das geht irgendwie recht schnell. Also finde ich zumindest, dass es recht schnell geht. Da haben wir noch ein paar Kakteen. Oder Kaktusbäume. Wie auch immer. Ja, okay, das war kein Kaktus. Das war ein ganz normaler Baum. Ich muss mich wirklich an die Kakteen halten. Sowas da zum Beispiel. Nee, auch nicht. Das ist Stein. Wir arbeiten uns halt mal ein kleines Stück weiter vor. Das ist alles Stein. Du dummes Vieh. Das war alles Fels, Mensch. Ich brauche mehr Kupfer. Ich meine, das Kuh ist schon mal ganz gut, ne? Da ist Fels. Kaputtes Schild. Wir nehmen mal das hier und das hier. Wüstensturm oder irgendwas, keine Ahnung. Fällen wir mal hier noch ein bisschen. Wenn ich schon kein Kupfer jetzt mehr finde, was halt ziemlich bescheiden ist, dann tue ich wenigstens die K
Kakteen mitnehmen hier. Aber ich werde nur noch die Äpfel aufbrauchen und dann geht's zurück. Also höchstens noch. Das sind ja noch 15. Jetzt wird es allerdings schon wieder Tag, ne? Mal abwarten, was da noch kommt. Ah, da ist wieder so ein Viech. Gut, gut, gut. Da ist auch wieder... Das war auch alles Fels, ne? Ich bekomme halt schön viel Fleisch hier. Boah, die schießen halt gleich drei, ne? Mal ein Stück zurückgehen. Aber da ist nochmal, das ist nochmal Kupfer. Okay, wie schaut's hier aus? Alles klar. Also, essen. Trinken. Ich bin jetzt aktuell zu langsam zum Aufpflücken, weil ich hier unten auch noch schaue. Yes. So. Ah ja, komm her. Vier. So, schauen wir mal, dass wir hier nochmal aufladen. Leben ist ja mit am wichtigsten. Hey, der schießt halt gleich vier so Dinger weg, ne? Alte Sau. Na komm, trink. Ich möchte halt im Grunde schon so weit wie möglich das Ganze erforschen auch. Da haben wir nochmal Kupfer, jawohl. Und richtig viel Kupfer. Kannst du den nicht einfach angreifen? Ey, da ist nochmal ein Geist. Hallo Geist? Den muss ich befreien, oder? Oder komme ich irgendwie anders an dich ran? Das Kupfer müssen wir auf jeden Fall abbauen. Hallo. Hallo? Kann ich nicht mit dir quatschen? Ich bin doch nicht bewaffnet. Hm.
Ja, ich will dich ja nicht angreifen. Ich will ja mit dir quatschen. Strange. Na gut, was ist wichtiger? Kaktus oder Ausdauer? Hups. Ich würde sagen, Kupfer. Tja, warum ich jetzt mit dem quatschen kann, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich muss ich da durch. Das vermute ich jetzt halt immer ganz stark. Das ist Extreme Farming, was ich jetzt gerade mache. Aber muss ja auch immer sein, ne? Vor allem, wenn wir was herstellen wollen. So, nochmal hier. Saft. Also wir haben jetzt auf jeden Fall einiges an Kupfererz. Das, so viel ist klar. Die 4 bitte. Ich würde auf die falsche Taste gehauen. Ja, doch, das gefällt mir schon mal ganz gut. Nein, bleib auf der 4, du willst die 7 nehmen. Weil das ist ja für euch auch klar, dass das benötigt wird. Yes. Nice, nice, nice. Das war richtig viel jetzt. Das ist richtig viel. Jawohl, und da kommen dann auch immer noch mal 2 oder 3 raus. Gut, jetzt haben wir im Grunde nur noch den einen. Von daher hacke ich jetzt halt mal noch hier die ein oder andere Kaktusfrucht mir ins Inventar. So, der letzte wird getrunken. Das ist wirklich Kaktusfrucht und Kupfer-Extreme-Farming jetzt halt gerade, was wir machen. Aber wir haben zumindest auch die Map schon mal um einiges mehr erschlossen. Ne? Da habe ich noch Kupfer und das habe ich jetzt halt abgebaut. Also ich vermute mal, dass es da dann auch weitergehen wird an der Stelle. Ich weiß nicht, warum ich mit dem nicht quatschen kann. Vielleicht sollte ich mal versuchen, noch die Steine hier abzubauen. Aber der wandert ja die ganze Zeit um die Steine rum, ne? Vielleicht, wenn ich meinen Geist rufe, also den ich jetzt schon habe, den Wanderer. Nein. Geh mal auf die 9, weil dann hast du keine Waffe. Hm. Ach, das ist der von mir. Der tummelt sich jetzt halt bloß da rum. So schaut's aus. Der vergnügt sich jetzt gerade hier in den Steinwäldern. Vielleicht ist es sein Ruheort oder sowas, keine Ahnung. So, rufen wir ihn nochmal, dann gehen wir heim. Ja, das ist er, tatsächlich. Bring mich heim.
Mann, und schon wieder eine halbe Stunde rum, ey. Heftig. Gut, wir haben jetzt echt enorm viel gesammelt. Stein und Splitter, dann würde ich sagen, wir hauen mal die Steine hier rein. Splitter habe ich eigentlich keine mehr weiter. Ich habe keinen Ton, ich habe keine Seile, ich hätte, wenn dann, Hölzer. Aber auch nicht so viel. Und warte mal, das Kupfer müssen wir sowieso nach und nach hier durchmühlen lassen. So, von daher reines Kupfererz. Tu rein, was geht. Ah, doch, das geht. Dass ich dann gleich zwei durchlaufen lasse. Das kannst du machen, das ist in Ordnung. Dann tue ich mal die anderen Erze da noch mit rein. Okay. So. Bei den Sachen, Lederreste würde ich sagen, die tue ich jetzt mal hier mit rein. Die Federn kommen eh hier mit rein. Die Krallen kommen da rein. Dann hier das Fell. So, dann können wir auch mal an den Entsafter treten und können uns hier richtig viel Kakteensaft rauspressen lassen. Oh, das geht sogar nochmal. Jawohl, dann haben wir alles drin. Perfekt. So. 8 Sekunden Ausdauer plus 20 in 20 Sekunden. Das ist eigentlich hervorragend, ne? Was anderes kann man gar nicht sich wünschen. Ich würde das rohe Fleisch jetzt erst einmal nochmal hier reinschmeißen. Ebenso das Mehl natürlich. Die Sachen behalte ich. Ich wollte eh nochmal am Kochtisch schauen. Was habe ich jetzt da hergestellt? Da habe ich Brote hergestellt. Die stellen 30 Leben in 20 Sekunden her. Dazu bräuchte ich aber wesentlich mehr Eier. Das Gute ist natürlich, dass ich... Warte mal, das lassen wir aber trotzdem mal hier. Ich weiß nicht, ob ich das nutzen soll. Kaputtes Schwert. Kaputtes Schild. Ich habe noch Kupfererz. Das sind so Sachen, ey. Es gibt enorm viele unterschiedliche Rohstoffe hier. Im Hochofen, wenn ich das Erz schmelzen will, ich brauche Kohle und Glut. Und wesentlich mehr Kohle. So, Kühlerofen. Kohle, bitte herstellen, was geht. Glut und Kohle, Hammer. Ja. Siebenmal reines Kupfer ist zumindest etwas, ne? Kommt, wenn nochmal einer fertig wird? Nee, das wird nicht mehr fertig. Ah, da kann man ja noch reines. So, da fehlt mir jetzt wieder Kohle. Im Grunde müsste man alles halt gleich in Masse herstellen, ne? Weil der Köhlerofen, wenn der durchläuft, er macht halt einen in wie viele Sekunden? Zeig's mir. 50 Sekunden macht er vier. Vier Kohle. Hart. So, dann lasse ich euch mal durchlaufen. Das ist am Durchlaufen. Mal schauen, ob ich da nochmal was reinbekomme. Jo, das ist gut. Dann habe ich die nämlich auch raus.
Beim Amboss habe ich was hergestellt. Nägel. Die lasse ich jetzt aber auch mal. Dann würde ich sagen, zum nächsten Mal. Ja, zum nächsten Mal werden wir auf jeden Fall noch hier bleiben. Ich werde noch mehr Trauben, die Trauben ernten. Ich werde noch Wasser filtern. Wir werden viel Kohle herstellen. Wir werden mal gucken, was wir hier noch Sinnvolles herstellen können, was uns helfen kann. Ektoplasma zum Beispiel würde ich gerne herstellen, ne? Dafür brauchen wir aber noch Asche. Halt, und Asche kann ich mir hier herstellen aus, was war's? Aus den Krallen. Ah, die Krallen habe ich weggepackt. 24 Stück haben wir. Da geht auf jeden Fall was. Das ist nice. Können wir uns 12 Stück herstellen. Aber ich würde trotzdem mal sagen, wir machen nur 10. Weil ich nicht weiß, ob ich vielleicht die Krallen noch für irgendwas anderes brauche. Darum lasse ich das lieber mal. Ich würde auch sagen, dass wir kaputtes Schwert, kaputtes Schild auch hier rein tun. Blutkohle. Ich muss echt sehr viel mehr herstellen, ne, von dem Zeug. Ganz ehrlich. Splitter, stell dann einfach mal die Splitter her, dann habe ich das Zeug weg. Baumstämme tun wir jetzt nochmal da rein, Stöcke tun wir auch da rein. Dann ist zumindest schon wieder aufgeräumt. Genau. Dann soll es das gewesen sein. Also das war wirklich Hardcore-Farming jetzt halt heute. Hat aber auch mal sein müssen und ich finde es vor allem halt interessant, wenn man sich die Karte mal anschaut, wie sich die Wege hier schlängeln. Weil ich bin jetzt halt hier entlang gegangen. Ich denke mal, dass hier auch noch großes Gebiet ist. Hier waren wir noch gar nicht. Und hier ist noch ein bisschen Kupfer. Also ich würde vielleicht sogar sagen, dass wir mal hier rumgehen. Und vor allem sind wir das nächste Mal ja dann ganz gut ausgerüstet, ne? Das auf jeden Fall. Ich würde natürlich sehr, sehr gerne Ektoplasma herstellen. Ja, Ektoplasma wäre echt nice. Aber wir kriegen jetzt halt Asche. Wir brauchen immer nur einmal. Und für die... Für den Teleportal brauchen wir dreimal Ektoplasma, okay. Na, Steine haben wir auf jeden Fall genug. Ton kann ich noch ein bisschen schöpfen, ohne Probleme. Hör auf jetzt zu bauen. Alles klar, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir Kommentare da, supportet meinen Kanal und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ansonsten, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.